Der Papst hat ja damals gesagt, jede Pfarrei sollte eine Familie aufnehmen. Also da liegen wir im Schnitt in Deutschland drüber. Exzellenz, gestern haben wir ein sehr beeindruckendes Zeugnis erhalten von Bischof Montenegro, der hautnah in Lampedusa die Flüchtlingskatastrophe miterlebt. Der hat sehr in die Herzen der Christen gesprochen, nämlich was zu tun ist. Die fetten Jahre sind vorbei, jetzt hat sich jeder Einzelne zu kümmern. Sie als Oberhirte in Deutschland wäre gut, wenn Sie den Christen und auch den katholischen Christen sagen würden, was sie jetzt tun sollen, jeder Einzelne. Ja, deswegen haben wir ja Leitsätze veröffentlicht, also auch um jedem das an die Hand zu geben, was man tun kann. Es sind ja auch sehr viele, die sich engagieren, jeder auf seine Weise. Manchmal gibt es auch Menschen, die einfach sagen, ich bete, die keine anderen Kräfte haben, die älteren Gemeindemitglieder. Aber ich erlebe so viel Fantasie von der Schulhilfe bis zur Betreuung von Frauen, wo jeder auch sein Charisma entdeckt, was kann ich tun. Da ist schon vieles in Gang gekommen und ich finde gut, dass der Kardinal von Agrigent auch darauf hingewiesen hat. Denn der Ausgangspunkt, das habe ich ja in meiner Predigt auch gesagt am Anfang und das habe ich hier auch nochmal unterstrichen, ist ja ein geistlicher. Also der geistliche Ausgangspunkt, dass ich mich betreffen lasse von der Not. Dass ich unruhig werde, wenn ich sehe, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Mich lässt das nicht ruhen. Und dass in der Öffentlichkeit dann Themen diskutiert werden, die völlig abwegig sind. Und solange Menschen an unseren Grenzen so etwas erleben, aus welchen Gründen auch immer, müssen wir doch sagen, das kann doch nicht so bleiben. Oder wenn Menschen über Monate, Kinder über Monate hier sind, ohne dass sie Unterricht bekommen, ohne dass sie spielen können. Das sind einfach alles kleine Dinge. Und dort können viele etwas tun und das tun viele. Naja, in dieser konkreten Flüchtlingskrise, glaube ich, wird von der Kirche auch erwartet. Mir hat das ein Politiker mal gesagt, nicht der Bischof Kreutler jetzt, sondern der ein Politiker, was erwartet, der gar nicht jetzt unbedingt kirchlich gebunden ist. Er sagt, was ich von euch erwarte als Kirche, ist, dass ihr uns Hoffnung gebt. Und das war in den Gesprächen im Hintergrund hier auch bei den Arbeitsgruppen der Fall. Eine Gesellschaft, die orientierungslos zum Teil ist oder ratlos oder sich verstrickt jetzt in Verschwörungstheorien, Untergangsszenarien, was wird aus uns, wie geht das weiter, wir sehen die Sackgasse, wir gehen unter sozusagen. Ja, da ist der Christ gefordert, da ist der Bischof oder die Kirche gefordert, Mut zu machen, zu sagen, nein, wir können etwas tun. Auch diese große Krise, einfach wird es nicht sein, es wird herausfordernd sein, es ist anstrengend, aber wir können vorangehen, wir können etwas tun. Wir brauchen nicht zu resignieren. Und das ist, glaube ich, für diese aktuelle Krise ganz wichtig, dass die Kirche das der Gesellschaft auch sagt, ohne jetzt ihr was vorzumachen, ohne einfach nur oberflächlich Optimismus zu verbreiten. Aber es ist doch überhaupt keine Frage, dass ein solch, Sie haben es eben genannt, ein so reiches Land wie Deutschland auch eine große Herausforderung meistern kann. Das müssen wir doch als Kirche einmal sagen können. Und dass das auch bedeutet, dass wir uns vielleicht von manchen Wohlstandsgewinnen, wir werden nicht morgen in Armut fallen, aber trennen müssen, dass manches eben auch geteilt werden muss. Aber dass das noch nicht das Ende unserer Zukunft ist, da denke ich, haben wir in den nächsten Monaten als Kirche gerade in diesem Punkt viel zu tun.